und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Shania und heute werden wir gemeinsam die Aussicht malen. Ich bin aktuell in Kroatien für einige Wochen und ich dachte mir, wenn ich schon hier bin und auch arbeiten möchte, dann muss eigentlich eine Landschaftsmalerei auch dazugehören. Ich habe die letzten paar Tage auf den richtigen Moment gewartet, denn abends, wenn die Sonne untergeht, sieht es hier richtig dramatisch schön aus. Also die Sonnenuntergänge sind wirklich fantastisch. Das Problem allerdings ist, genau dann, als ich mich dafür entschieden habe, eine Landschaftsmalerei zu machen, ist es die ganze Zeit am Regnen oder es gibt ganz dollen Nebel. Das ist das Beste, was ich bisher kriegen konnte. Es ist jetzt auch schon Abend. Ich hoffe, dass gleich, wenn die Sonne untergeht, es wieder so violett-orange wird. Ansonsten müssen wir so ein bisschen die Kreativität spielen lassen. Ich weiß eh nicht, ob ich das alles an einem Tag hinbekomme, aber ich habe ja noch ein paar Tage hier. Und wie gesagt, ich möchte unbedingt einen Sonnenuntergang oder Aufgang haben. Deswegen fange ich auch jetzt erst an. Wie ihr hören könnt, um 6 Uhr abends. Leider hatte ich, als ich mein Auto gepackt habe für diese Reise, nicht daran gedacht, dass eine Staffelei schlau wäre. Und hierfür brauche ich schon eine Staffelei, deswegen haltet euch fest, ich habe etwas gebastelt. Es ist eine Leinwand auf einem Besenstiel befestigt mit Löffel. Aber es hält und das packe ich hier vorne in den Blumentopf. Sag nichts dazu, ich bin sensibel und ich habe echt lange hierfür gebraucht. Okay, ich werde erstmal mit einer sehr einfachen ersten Schicht anfangen. Und in dieser Schicht werde ich mich nur auf Proportionen und Verhältnisse konzentrieren. Also nur eine einzige Farbe. In diesem Fall ein Persian Blue, weil ich gerade kein gutes Braun da habe. Okay, das hier ist gerade schon eine kleine Herausforderung, direkt am Anfang schon für mich. Aber ich gehe jetzt einfach genauso vor, wie ich es von Menschen und Tieren und Welt gewohnt bin. Und zwar, indem ich es einfach super einfach in Formen zusammenfüge. Wie ihr aber sehen könnt, geht ganz viel ab hier im Hintergrund. Also, es ist schon ein bisschen chaotisch, aber muss ja nichts Schlechtes heißen. Ich möchte generell auch gar nicht zu viel Arbeit ins Underpainting stecken. Ich möchte das so angehen, wie die alten Meister es gemacht haben, vor allem Monet. Der hat ja einfach drauf losgemalt, während das Licht sich verändert hat. Und so hat er diese, ja, beinahe schon magische Farben erschaffen können. Also ja, ich denke ehrlich gesagt, dass das schon reicht. Ich hoffe, ich werde es später noch entziffern können. Und was der Himmel angeht, das werde ich wahrscheinlich am Ende machen, weil ich hoffe, dass der noch ein bisschen schöner wird. Aber wir können ja schon mal hinten mit der Insel anfangen. Es sind diese Häuschen hier, die ich mir total schwer vorstelle. Ich muss die irgendwie vereinfachen, aber halt so, dass es trotzdem erkennbar ist. Meine Taktik aktuell einfach 2 Farbblobs. Einen weißen Farbblob für das Haus, einen orangenen fürs Dach. Mal gucken, ob das gut aussieht. Okay, Zeit für ein paar Details, schnappen wir uns einen kleineren Pinsel. Versuchen wir diese Silhouetten hier mal anzugehen.
Also jetzt gerade geht die Sonne richtig schnell unter, ich merke das richtig. Ich bin jedes Mal so fertig mit einer Stelle, fange dann mit der nächsten an und dann, wenn ich zurückgucke auf die Stelle, die fertig war, sieht sie auf einmal ganz anders aus in echt. Aber das ist ja die Schwierigkeit so ein bisschen an dieser Taktik und das Schöne. Ja, aber Landschaften so insgesamt, echt. Also umso mehr ich es mache, umso mehr Respekt habe ich vor Leute, die das so richtig gut können. Es geht so viel ab und es gibt so viel Perspektive. Und das alles erstmal einzufangen, damit die Verhältnisse auch so stimmen. Zudem ein bisschen related, aber nicht so ganz, aber schon ein bisschen. Ich werde hier richtig von Mücken attackiert. Also jetzt in der Zeit, wo ich hier draußen male, habe ich schon 4 Mückenstiche gesammelt. Ich glaube, das ist eine Schlange. Auf jeden Fall. Da merke ich, dass ich gerade in alte Muster verfalle. Ich bin sehr viele Details. Nee, warte. Ich versuche, Sachen sehr rough zu machen. Nicht, in denen ich schnell arbeite, sondern in denen ich halt detailreich auf eine unordentliche Art arbeite. Also ich mache schon Details, aber ich versuche, sie absichtlich unordentlich zu machen. Aber das funktioniert so nicht. Ich habe keine Ahnung, ob ihr das gerade verstanden habt, aber ich spare gar keine Zeit. Und ich glaube, wenn ich einfach lockerer das Ganze angehe, sieht es genauso gut aus am Ende. Das heißt, so der Teil hier oben, der ist an sich fertig. Ich muss das jetzt ein bisschen trocknen lassen, bevor ich etwas mehr Kontraste einbauen kann. Aber der ist an sich fertig. Wie ihr sehen könnt, ist das schon ziemlich dunkel. Und ich werde jetzt einfach, bis ich nichts mehr sehen kann, den Rest machen. Und das wird auf jeden Fall nicht fertig. Das heißt, wir sehen uns morgen wahrscheinlich wieder. Aber schauen wir einfach mal, wie viel ich vom Rest hinbekomme. Bis es zu dunkel ist. Ich habe nie so drüber nachgedacht, aber wenn man da einfach so steht und auf die Welt herabblickt und sich alles genau anschaut, da bemerkt man viele Sachen, die man sonst gar nicht bemerkt hätte. Ich bin hier jetzt seit fast 3 Wochen und ich habe heute erst bemerkt, wie viele Katzen in meiner Umgebung sind und was so deren Bereich ist. Also die bleiben wirklich so in ihrer kleinen Bubble. Ich habe die gleiche Katze 10-mal die gleiche Straße hoch und runter laufen sehen im 10-Minuten Abstand. Ich habe heute erst entdeckt, wie viele Schwalben hier rumfliegen. Vorher dachte ich immer so, oh, eine Schwalbe, aber jetzt sehe ich, dass es eine ganze Horde ist hier. Richtig süß. Ich habe die ganzen Nachbarskinder spielen sehen. Sie haben hier kleine Partys. Sie haben sich zusammengesetzt. Ich glaube, zwischendurch gab es irgendein Fußballmatch, denn so ein paar Männer waren am Jubel. Das war einfach richtig schön. Aber wir haben jetzt den Punkt erreicht. Es ist sehr dunkel. Ich kann nichts mehr sehen. Und es ist ein bisschen kalt. Also bin ich für heute erstmal fertig. Es sieht ehrlich gesagt im Moment noch aus wie eine Kinderkrakelei. Aber ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe ein gutes Gefühl, aber ich hatte Spaß. Aber jetzt gehe ich erstmal ins Bett. An dem Tag, wo ich Office mache, sieht es einfach so aus. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich bin echt am Überlegen, ob ich jetzt die Farben rausholen soll. Aber es ist halt 8 Uhr, das wird in 10 Minuten weg sein. Und bis dahin ist es halt weg. Ich mache einfach ein Foto hiervon. Jetzt 2 Tage später und ich habe mich dafür entschieden, etwas früher anzufangen heute. Gestern habe ich den schönen Himmel nämlich etwas zu spät bemerkt, weil ich am Schneiden war und bevor ich alles draußen gehabt hätte, wäre es schon dunkel gewesen. Ich habe extra auf die Uhr geschaut, innerhalb von 30 Minuten war es weg,
also. Ja, ich habe das Gefühl, dass wenn wir nur abends malen, es zeitlich einfach nicht klappt, außer wenn ich mich halt wirklich 10 Tage hintereinander hier hinsetze. Und sogar dann wird es wahrscheinlich ein bisschen knapp und ich habe keine 10 Tage mehr. Deswegen werde ich heute, bis der Sonnenuntergang kommt, an den Gebäuden arbeiten, an den Blumen hier vorne und einfach versuchen, es schön zu machen. Vielleicht kriege ich es dann hin heute Abend, wenn die Sonne gut aussieht, den Sonnenuntergang einigermaßen im Nachhinein einzubauen. Wir müssen mal gucken. Ansonsten wird es eine Tageslandschaft. Und um ehrlich zu sein, ist das schon anstrengend genug. Aber gut, machen wir weiter. Und ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber mein Bild ist sehr bläulich im Vergleich zu dem, wie es jetzt aussieht. Und das ist wahrscheinlich so ein bisschen die Schwierigkeit daran, Plein Air zu malen. Die Farben ändern sich halt die ganze Zeit, weil dieses Bläuliche hat ziemlich übereingestimmt mit dem, was ich vorgestern gesehen habe. Ich werde also jetzt einfach versuchen, so ein Mittelding zu finden. Also ich werde mir das hier angucken, aber ich werde es hier so einfügen, dass es nicht komisch aussieht. Also Plein Air malen insgesamt ist etwas, was ich noch nie so wirklich gemacht habe, jedenfalls nicht in der Größe, dass ich mich jetzt noch daran erinnern könnte. Es fällt mir also relativ schwer, es ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Und deswegen gebe ich diese Tipps mit der Info, dass das hier kein Tutorial ist und dass ich auch keine Ahnung habe, was ich mache. Aber ich habe für mich bemerkt, dass auch wenn du mit dieser Vorlage der realen Natur arbeitest, dass du deine eigene Kreativität da freien Lauf lassen kannst. Ich fand zum Beispiel die Berge richtig, richtig schön, aber die haben gar nicht in dieses Quadrat reingepasst, welches ich erwählt habe für mein Gemälde. Und deswegen war ich so ein bisschen traurig für ein paar Sekunden. Irgendwie hat was im Hintergrund gefehlt und dann dachte ich mir, warte, mach einfach die Berge dorthin. Das ist doch egal. Und die Sache ist, es sieht halt trotzdem aus wie diese Landschaft. Ich habe nicht jedes Haus richtig platziert. Ich habe, wie gesagt, die Berge falsch. Ich habe Verhältnisse nicht richtig umgesetzt. Aber es ist egal, weil solange man die Aura und einfach das Feeling von dieser Welt einfängt, hat man alles richtig gemacht. Und ich finde, da kann ich mir selbst ein bisschen auf die Schulter klopfen. Das habe ich ganz gut hinbekommen. Ich bin sozusagen fertig, also die Ränder, die müssen noch gemacht werden, aber ganz ehrlich, wahrscheinlich werde ich sie nicht machen. Darum geht es auf jeden Fall nicht. Es geht um etwas, was ich schon so ein bisschen im Thumbnail angeteased habe. Wenn ihr die Länge vom Video euch jetzt mal anschaut, dann seht ihr auch, dass wir noch gar nicht so komplett durch sind, obwohl ich jetzt und hiermit bestätige, dass die Landschaft so ziemlich fertig ist. Bevor ich also auf das kleine Extra, den Twist eingehe, lass uns kurz hier rüber quatschen. Es ist sehr blau geworden. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ob es daran liegt, dass ich noch so ein bisschen in einem Artblock drin bin und meine Farben nicht verstehe. Oder ob das halt passiert, wenn man Plein Air malt. Das Licht hat sich so schnell geändert. Also während ich fast geblendet wurde von der Sonne, kann ich mir gut vorstellen, dass es halt sehr warm alles aussah. Und ich das automatisch bläulicher gemacht habe. Also dass ich das sozusagen neutralisiert habe in dieser Umgebung. Aber jetzt im neutralen Licht sieht es halt bläulicher aus. Andererseits, als es dann dunkel wurde, sah es auch blau aus. Und ich habe auch viel im Dunkeln gemalt. Aber das ist halt mal rumgekommen und ich finde es eigentlich ziemlich cool. Ich finde, das Bläuliche hat sogar irgendwie was Magisches. Es sieht irgendwie aus, als wäre das Ganze unter Wasser. Und dafür, dass ich Landschaften und Häuser noch
nie. Ich hab sowas noch nie gemalt. Dafür, dass ich sowas noch nie gemalt habe, bin ich ziemlich happy und zufrieden. Aber ich will wirklich nicht haten. Allen Respekt an alle Landschaftsmaler da draußen. Also wirklich, als ich das gemacht habe, habe ich nochmal extra bemerkt, wie viel Arbeit das ist. Also allen Respekt. Aber es ist ein bisschen langweilig, oder? Ich find's langweilig. Wer meine Kunst kennt, weiß, dass ich auf Kitsch, auf Fantasy stehe. Und deswegen, so ziemlich von Anfang an, habe ich gewusst, dass ich da noch so ein bisschen Spice reinhauen möchte. Was ich allerdings machen möchte, da war ich mir sehr lange unklar. Also habe ich euch auf Instagram gefragt. Kleine Info. Ich habe mir von Anfang an gesagt, und das hat mir mein Herz ein bisschen gebrochen, aber ich habe mir von Anfang an gesagt, ich werde keinen Drachen malen. Ja, ich weiß, krass. Ich habe so viele Drachen in letzter Zeit gemacht und ich möchte nicht immer wieder das Gleiche machen. Ich möchte euch auch mal was anderes bieten, was anderes leisten. Also ja, habe ich euch auf Instagram gefragt, weil meine Kreativität bei Drachen anscheinend aufhört. Mir ist wirklich nichts eingefallen. Ja, und wisst ihr, was ihr mir vorgeschlagen habt? Ja? Also ich habe mir nicht mal Mühe gegeben, die hier rauszusuchen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch ganz viele weitere Drachenvorschläge waren. Ich möchte wirklich keinen Drachen machen. Ich möchte wirklich mal was Neueres ausprobieren. Aber wirklich 80% von euch hat gesagt, ihr sollt einen Drachen machen. Und ich möchte euch auch glücklich machen. Und deswegen, Moment, habe ich mich sehr dolle inspirieren lassen von der Idee von der Charlie, die gesagt hat, eine Riesenkatze mit Flügel, wie ein Drache. Also machen wir einen Katzendrachen. Ich meine, meine zwei Lieblingstiere miteinander kombinieren. Damit das Ganze aber gut aussieht und nicht überfüllt ist, weil es geht schon relativ viel ab in diesem Bild, werde ich erstmal ein Foto hiervon machen und auf meinem Tablet in der App Procreate ein bisschen rumskizzieren, ein bisschen rumprobieren, gucken, wie viele Drachen ich möchte, wie sie ungefähr aussehen werden. So kann ich einfach so ein bisschen testen und gucken, ohne dass ich dabei eventuell die ganze harte Arbeit, die hier drin steckt, ruiniere. Ich habe das jetzt hier im Programm drin und ich würde einfach drüber skizzieren. Also eine Idee, die ich direkt hatte, war, einen Drachen einzufügen, der halt aussieht wie eine Katze. Und hier unten, während ich gemalt habe, lief hier die ganze Zeit eine kleine schwarze Katze rum. Wie süß wäre es, wenn diese kleine schwarze Katze zu dem Drachen hier aufsieht. Ich glaube, das wäre richtig cute. Okay. Okay, es ist der nächste Tag und ich bin endlich fertig mit meiner Skizze. Ich wollte es relativ grob machen und das habe ich auch gemacht. Aber ich habe trotzdem den ganzen Tag dafür gebraucht, weil ich irgendwie nicht so ganz mit der Position zufrieden war oder damit, wie der Drache aussah. Weil er sollte halt aussehen wie ein Drache, aber auch wie eine Katze. Und ich bin mir immer noch unsicher, aber wir werden jetzt einfach hier mit arbeiten. Ich habe mich dafür entschieden, den großen Orange zu machen, weil das eine sehr schöne Komplementärfarbe zu Blau ist. Und wenn ihr ganz genau hier unten in die Ecke hinschaut, dann seht ihr da die kleine Katze, die zu ihr aufblickt. Und sie bewundert, weil sie genauso sein möchte wie die große Katze. Aber die große Katze ist total begeistert von der kleinen Katze. Ich glaube, das ist ganz süß. Aber gut, wie ihr sehen könnt, habe ich mich reingesetzt, denn ich brauche hier für die Aussicht nicht länger. Malen wir Drachen und Katze. Okay, ich werde jetzt ganz vorsichtig versuchen, den Drachen hier einzuzeichnen und eher zu klein als zu groß zu arbeiten, denn es ist einfacher drüber zu malen, als den Hintergrund wieder zu ergänzen. Jetzt, wo die Skizze ungefähr sitzt, fange ich an, das Ganze auszumalen. Also ich mache einfach mit einer einzigen Farbe die Flächen. Ich bin sehr glücklich mit dem Endergebnis. Ich hatte auf jeden Fall eine kleine Phase, wo ich es ein bisschen gehasst habe, vor allem als Drache und Katze noch nicht drauf waren. Ich habe den Hintergrund nicht sehr fein ausarbeitet. Da waren viele Sachen, wo ich eindeutig gesehen habe, dass die Perspektive nicht stimmt. Und ich glaube, es hat geholfen, den Drachen drauf zu packen, weil jetzt guckt man halt auf den Drachen und nicht auf die Fehler im Hintergrund. Aber sie sind auf jeden Fall noch da. Aber es stört halt jetzt nicht mehr. Und ich finde, da passt das Verhältnis an Arbeit eigentlich dann ganz gut, was ich am Ende reingesteckt habe. Ich habe halt trotzdem gut 7-8 Stunden für diesen Hintergrund gebraucht. Also, wer mein letztes Video gesehen hat, der weiß, dass ich einen Artblock hatte für ein paar Wochen.
Und ich bin immer noch nicht so ganz raus. Also es fließt schon was besser, was einfacher. Aber ich merke auf jeden Fall, dass ich noch immer sehr langsam bin und dass ich sehr oft Sachen überarbeiten muss. Dass mir das Mischen von Farben noch immer schwerfällt und es einfach was länger braucht. Aber ich weiß es ja jetzt. Ich gehe das Ganze mit diesem Wissen an und habe etwas mehr Geduld mit mir selbst. Und am Ende klappt das dann auch. Der Katzendrache war auch auf jeden Fall etwas, womit ich mich anfreunden musste. Es sieht wirklich einfach aus wie ein Drache mit einem Katzenkopf. Aber jetzt, ein paar Tage später, wo ich das hier aufnehme, habe ich richtig meine Liebe dafür gefunden. Das ist insgesamt so ein Ding mit mir. Also ich brauche immer so ein paar Tage, nachdem ich ein Bild fertiggestellt habe, um es zu schätzen. Wenn es gerade fertig ist, hasse ich es immer so ein bisschen. Also mein aktuelles Bild, ich hasse es immer. Keine Ahnung wieso. Ich wünschte, das wäre nicht so. Ich wünschte, ich könnte euch was anderes sagen oder wenigstens sagen, warum. Aber es ist einfach so. Wenn ich dann so ein paar Tage Abstand habe, nochmal drauf schaue, bin ich immer richtig happy damit. Wie auch mit diesen Katzendrachen. Ich finde es... Das ganze Bild sieht einfach aus wie eine Illustration aus einem Kinderbuch. Und es macht mich richtig happy. Okay, der Katzendrache ist fertig und jetzt kommt der eigentliche wahre Protagonist, die kleine Babykatze. Ich werde sie wirklich nur aus Schatten machen und sie soll auch relativ klein sein, sodass man sie eigentlich erst beim genaueren Hinsehen entdeckt. Das ist zwar eine kleine Überraschung für Leute, die sich die Mühe machen, etwas länger hinzuschauen. Hier seht ihr es nochmal. Sieht es nicht so cute aus? Guck mal, ich bin richtig glücklich auch, dass die kleine Katze wirklich sehr unterschwellig ist. Aber wenn man reingeht, ist da schon eindeutig eine Katze. Ja. Wie gesagt, es ist einfach wie so eine kleine Belohnung für Leute, die sich die Zeit nehmen, sich das anzugucken. Ich habe natürlich die Ränder nicht bemalt. Das werde ich für dieses Video auch leider nicht mehr machen. Aber ich werde es noch machen, denn ich werde das Bild den Besitzern von dieser Unterkunft hier schenken. Die waren super lieb. Die haben mir die ganze Zeit Geschenke gebracht. Also ich habe von denen die ganze Zeit Getränke bekommen. Und wenn die gegrillt haben, haben die mir Essen an die Tür gebracht. Also ja, sie haben sich ein Original von ihrer Aussicht verdient. Da gibt es übrigens eine lustige Geschichte. Ich habe hier den Whirlpool hier draußen auf dem Balkon und der ist übergelaufen. Deswegen habe ich den Herrn angerufen und der ist dann gekommen und hat das so repariert. Und dann hat er dieses Bild gesehen, es ist noch so halb fertig, weil der Drache war auf jeden Fall noch nicht drauf. Und dann war er so, oh, ist das für mich? Ist das für mich? Und ich habe halt Nein gesagt, weil ich wollte halt trotzdem, dass es eine Überraschung für ihn ist. Aber ich weiß jetzt, dass er sich darüber freuen wird. Aber zu dem Zeitpunkt war halt noch kein Katzendrache drauf. Also wir werden sehen, wie er das finden wird. Das werden wir nicht sehen, weil ich werde es einfach hier lassen, wenn ich nach Hause fahre. Aber ich glaube, das ist ganz lustig, eher für die Vorstellung, weil das ist so ein großer, älterer Herr, der so ein bisschen tough ist. Und er hat jetzt einen Katzendrachen schon. Auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst vielleicht gerne ein Like da, lasst einen Kommentar da. Und wenn ihr mein letztes Video noch nicht gesehen habt, da struggle ich so ein bisschen mit einer Kunstblockade. Für das Mal viel schwieriger, weil ich mehrere Wochen nicht gemalt habe und ich versuchte wieder reinzukommen. Wenn ihr das schauen wollt, schaut einfach hier vorbei. Und ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne restliche Woche. Bleibt gesund, bleibt kreativ. Macht's gut. Moin, moin, moin.